Hallo und herzlich willkommen. Der Erschütterungszünder liegt auf Ihrer Werkbank. Wenn Sie ihn statt Ihrer Fäuste nutzen, richten Sie bei diesen Polizeibeamten und Staatsdienern weniger bleibende Schäden ab. Ist notiert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Diesmal dann auch als komplette Begrüßung. Ja, wir sind zurück in der Betthöhle, nachdem wir dann die Schnellreise benutzen durften. Und wir sollten auf unserer Werkbank irgendein neues Teil abholen. Garderobe. Cool. Was kann unsere Garderobe denn so? Wähle deinen Anzug. Batman, blauer Batman, das lange Halloween, okay? Dark Knight of the Round Table. Haha, wie cool. Thrillkiller. Erde 2. Das war's. Okay. Also ich finde Dark Knight of the Round Table sehr, sehr cool. Dementsprechend werden wir das mal auswählen. Ey, ich wollte das auswählen. Erhalte Anzüge im Herausforderungsmodus verfügbar und können nach Abschluss des Story-Modus in der Kampagne oder im neuen... Ach so. Toll. War also ein reiner Troll, ja? So, hä, guck mal, das könntest du jetzt spielen, wenn du den Herausforderungsmodus spielen solltest. Arsch. Moin. Gut, Sir, Sie haben den Electrocutioner mit einem Schlag ausgeschaltet. Ich habe nur seine Arroganz für mich genutzt. Ein Trick aus dem Lehrbuch, den jedes Kind verhindert. Stimmt, aber ich bezweifle, dass die anderen so leicht zu bezwingen sind. Und falls doch, werden wir den Weihnachtsschinken früher als gedacht essen. Okay. Und damit haben wir eine Charaktertrophäe bekommen, warum auch immer. Ist das unsere Werkbank? Nö. Mann, müssen wir jetzt hier einmal komplett durch die Betthöhle rennen, ja? Ist das hier unsere Werkbank? Erschütterungszünder nehmen. Schönes Ding, schönes Ding. Gut. Nimm den Erschütterungszünder mit von der Werkbank mit. Toll. Hauptmission abgeschlossen. Greife auf die GCPD-Server zu. Trainingsherausforderung freigeschaltet. Niederschlagexperte. Aha. Okay. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal auf die GCPD-Server zuzugreifen. Wo müssen wir denn dafür hin? Da unten. So, und da hier der Turm noch nicht freigeschaltet ist, können wir auch nicht hier hin. Und müssen hier hinfliegen. Und machen erstmal jetzt in diesem Part zwei Türme frei, damit wir zumindest in die Südstadt reisen können. Oh, ist das laut! Mensch! Oh, da fliegen einem ja die Ohren weg. Ihr könnt echt froh sein, dass ich das, dass ich den Spielsound runterregel. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch merken, denn ich regel den ja nur einmal runter, dass dieser Teil jetzt gerade echt massiv lauter war als der Rest des Spiels sonst. Eieiei. Ich spiele ja mit Kopfhörern, damit ihr das Spiel nicht doppelt hört. Das war jetzt auch wieder sehr laut. Und ich hoffe, ich fange nicht an zu schreien, wenn dann mal lauterer Spielsound kommt, weil... Das kennt ihr ja bestimmt. Gleiten! So. Wir gehen erstmal zu diesem Turm. Oh. Anarchy. Ich finde... habe drei Bomben in den Korruptes. Jaja, weiß ich. Hier ist auch noch so ein Anarchy-Ding, oder was? Sehenswürdigkeit. Geht zum Ursprung von Enigmas Übertragung nach? Nee. Okay, was sind das für Dinger? Netzwerk-Relais. Zerstöre alle Relais, um auf den Server in Enigmas HQ zuzugreifen. Okay. Schön, dass die ganzen Sidequests hier irgendwie auf unserer Karte eingetragen werden. Was ist das? Tatort, tödlicher Sturz am Jezebel Plaza. Aha. Hier sind noch mehr solche Enigma-Dinger. Okay, das finde ich ganz cool. Was machen wir zuerst? Ich habe drei Bomben in den korruptesten Ecken Gothams verteilt. Ja, machen wir. Aber anders als die, die ich bekämpfe, glaube ich an die Kraft als der aktuelles Missionsziel festlegen. So. Vergiss Sionis und Cobblepuff. Leute planen bestimmt auch schon, die Situation auszunutzen. Natürlich nicht. Aber ich finde Anarchy ziemlich interessant und ich finde, wir sollten ihn erledigen. Denn der ist garantiert nicht sonderlich cool. Also, nicht sonderlich cool für Gotham. Zumindest, zumal
Drei Bomben? Ja, hallo, also, ne, Bomben. Das ist quasi eine Bombendrohung. Und ihr wisst ja, wie das ist. So, Bombendrohungen sind natürlich das Gefährlichste überhaupt. Wisst ihr ja. Ja. Und wenn nicht? Schade. Mich wirst du so wenig los wie Reklametafel. Oder die Markennamen auf deinen Klamotten. Wo bist du denn? Werbezettel auf den Straßen. Tonfetzen, die Luft verpissen. Ich bin in deinem Kopf. Wie all die anderen Dinge. Aber bin ich eine Gefahr? Ich biete den Leuten Erziehung. Aber das willst du nicht hören. Du willst immer nur kaufen. Aber nur, wenn alle anderen es auch kaufen. Du fühlst dich von mir angezogen. Gib es nur zu. Wie ein Mann von nicht. Komm zu mir. Ja, ich bin doch da. Wir müssen sie zerstören, um sie zum Schweigen zu bringen. Sonst werden wir nie frei sein. Du bist so wenig los wie Reklametafel. Okay. Dann beeilen wir uns mal. Und versuchen jetzt hier in den nächsten 3,5 Minuten irgendwas zu zerstören, wovon wir nicht mal mehr, noch nicht mal wissen, was. Aber erstmal müssen wir da schnell genug hinkommen. Und so langsam sollten wir wieder mal einen Ankerpunkt finden, mit dem wir uns irgendwo hochziehen können. Oh, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das ist cooler. Ah, ich liebe es so, über eine Stadt rüber zu fliegen. Und es läuft ja wirklich mit konstanten FPS. Also, das... Ernsthaft, Wii U? Ich habe gerade gesagt, es läuft mit konstanten FPS und in dem Moment fängt es an zu ruckeln. Geil. Ja. Ich finde es halt schade, dass ich im Moment nur in 720p aufnehmen kann. Würde mit Sicherheit noch cooler aussehen, wenn ich in 1080p aufnehmen könnte. Aber, ja, geht halt mit meiner TV-Karte nicht. Ende April bekomme ich einen Bonus für, ja, leistungsorientierte Bezahlung nennt sich das, LOB. Und davon, das ist nicht viel Geld, also für einen Schüler auf jeden Fall viel Geld, im Vergleich zu einem normalen Gehalt nicht sonderlich viel Geld. Es sind irgendwie, keine Ahnung, um die 400 Euro oder sowas, die dabei rumkommen. Davon werde ich mir dann auf jeden Fall eine Blackmagic Intensity Pro holen. Also eine interne Capture-Karte, die auch 1080p lossless aufnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich dann auch wieder mit Dextory aufnehmen kann. Denn das finde ich deutlich cooler. Ich muss ja im Moment, wenn ich mit Fraps aufnehme, also mit was anderem kann ich meine TV-Karte halt nicht aufnehmen, außer mit dem internen Aufnahmeprogramm. Aber das ist halt nicht lossless und macht extrem miese MPEG-Qualität. Und ja. Deshalb muss ich halt mit Fraps aufnehmen, muss dann hinterher, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, noch synchronisieren, weil ich nebenbei noch Audacity laufen habe. Und das ist alles ziemlich doof. Und ja, lieber würde ich mit Dextory aufnehmen oder mit irgendeinem integrierten Zeug, was dann halt zwei Tonspuren hat, wo ich hinterher nicht synchronisieren muss, wo ich hinterher einfach Lautstärke anpassen, Soundspur an meine Bedürfnisse anpassen, sodass es sich so anhört, wie es sich anhören soll. Und ja, fertig. Na, Mann! Wieso klappt denn das Kontern hier nicht? Wir haben übrigens nicht mehr viel Zeit. Ah! So. Geht doch. Ihr habt alle dieses Anarchiezeichen auf dem Rücken. Das ist ja schlimm. Kaputt. Untersuche Anarchies dritte Projektion. Schauen wir uns an. Wo ist sie denn? Oh Gott, wir sind hier einmal quer durch Gotham gegangen. Hier? Nee, das ist Enigma. Da. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir aber kurz Schnellreise, denn das ist ziemlich weit. Und von da aus ist es sehr nah. Jetzt auf einmal geht Schnellreise wieder. Was soll denn das?
Ich verstehe es nicht. Mann! Sagt es mir, warum es vorher nicht gegangen ist. Also im letzten Part. Am Ende vom letzten Part konnten wir ja Schnellreise benutzen. Naja. Schnellreise dauert aber auch sehr lange, wie wir ja gerade sehen. Natürlich ist das jetzt wieder so ultra laut. Gleiten! Danke. So, dann wollen wir das hier mal als aktuelles Missionsziel setzen. Und dann schnell dahin. Weit ist es nicht. Wow. Ja, ich glaube, das hier ist eine coole Sidequest. Und die machen wir jetzt gerade einfach mal. Ja, gefällt mir. Vielleicht haben wir dann hinterher noch irgendwie einen neuen Boss oder so freigeschaltet. Ich weiß, dass es optionale Bosse gibt. Das war doof. Hochziehen. Ja, cool, gefunden. Ja, kenne ich. Anarchy hat recht, weißt du. Wir sind den Bullen egal. Ohne die sind wir besser dran. Aber das wusstest du halt schon, nicht wahr? Oh oh. Entschärfe Anarchys dritte Bombe. Nein, lauf doch, Batman! Du entkommst mir nicht. Ah! Hilf mir ihn! Ich will doch hier niemanden besiegen. Ihr dürft jetzt gerne alle Verbrechen machen. Ich muss doch nur schnell eine Bombe entschärfen. Ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann fliegt hier gleich alles in die Luft und wir haben verloren. Okay. Spring doch! Ei! Warum machst du denn jetzt einen Sturzflug? Da oben brennt übrigens was. Mei, oh mei, oh mei. Wie sollen wir hier durchkommen? Wie sollen wir hier durchkommen? Warum machst du jetzt einen Sturzflug? Alter! So, dann müssen wir halt an diesem Gebäude hier vorbei. Auch wenn es ein Riesenumweg ist. Ja gut, ich schätze mal, dass da einfach die Karte auch zu Ende ist. So. Wie weit ist denn das? Ah, hier ist das GCPD, okay. Da mussten wir ja sowieso hin. Ich will dahin. Als aktuelles Missionsziel setzen. Ja. Zurück. Verstanden. Danke. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Weiter? Ah ja. Ah! Fuck, das sind zu viele. Das wird scheiße knapp. Wow, wow, wow. Ja, mach das mal. Ist mir egal. Ich habe nur noch 10 Sekunden Zeit. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schnell, Batman. Nein, macht's kaputt. Ah. Ah. Interessant. Obwohl du alle finsteren Details über meine Zielorte kennst, hast du sie verschont. Tut mir leid, dich enttäuscht zu haben. Enttäuscht? Überhaupt nicht. Komm zum Gerichtsgebäude, damit wir Gothams Prozess fortführen können. Konfrontiere Anarchy im Gerichtsgebäude. Boah, hab ich gerade einen Puls. Alter Schwede. Das war auch gerade irgendwie so ein bisschen übersteuert. Aber okay, das ist mir jetzt egal. Ja, cool. So, da ist Anarchy. Das machen wir dann wann später? Ja, wo wir jetzt gerade hier sind bei GCPD, können wir eigentlich auch direkt die nächste Hauptquest anfangen, oder? Naja, ich will erst diesen Turm hier machen, damit wir
Wegmarke setzen. Mann, ich vertausche die ganze Zeit die Tasten. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Ich möchte erst den Funkturm aufmachen, damit wir dann beim nächsten Mal hierhin die Schnellreise benutzen können. Ist ein bisschen nervig, wenn die alle blockiert sind. Tatsächlich. Denn, ja, die Schnellreise ist schon eine coole Funktion. Dann muss man hier nicht immer über die ganzen Dächer, auch wenn es Spaß macht, aber es lenkt ja halt irgendwie vom Hauptgeschehen vom Spiel ab, ne? Und, man will ja möglichst schnell immer zumindest zum Ziel kommen, bis man dann den nächsten Dungeon machen kann. Klar sind die hier nicht so Dungeon-mäßig aufgebaut, wie jetzt beispielsweise in Zelda oder so, aber, naja, letztendlich sind ja diese, ja, das GCPD-Gebäude und was auch immer, sind ja letztendlich dann halt auch Dungeons, ne? Nicht ganz so rätselbehaftet, sondern vielmehr so, ja, lauf durch, mach hier ein paar Gegner kaputt, da und geh zum nächsten Endboss. Schön. Ah, wunderbar. Und die Combo geht nach oben, sagte er und verlor die Combo. Bam, 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 bam. Nein, daneben. Okay. Und du auch noch. Bereit für Runde 3. Mal sehen, was du drauf hast. Oh, stimmt. Wir haben außerdem ein paar Dinge zu diskutieren. Aber dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist. Das heißt, falls du dazu in der Lage bist. Ich würde gerne diesen Funkturm hier, was war das denn jetzt? Ich würde hier gerne hoch. Das will er aber nicht. Okay, dann müssen wir halt von einer anderen Seite hier ran. Nein, 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 nein. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Warum darf ich denn nicht da dran? Wie gedacht, mal so ein verrücktes Weihnachten zu erleben. Das hier ist doch der Funkturm, oder? Karte? Hallo? Oh. Ach so, Stufenaufstieg. Okay. Dann mach. Ich krieg zu viel mit dieser Steuerung. Was ist das denn jetzt? Erschütterungszünder. Ach so. Nicht tödliche Sprengmunition, die zur Eindämmung von Massen blendet und verwirrt jeden innerhalb des Explosionsrades. Das hätten wir vielleicht mal eben machen müssen, wo es so knapp geworden ist. Klingenducken ausschalten. Diese Verbesserung freischalten. Dieser mächtige Gegenangriff wird einem Angreifer mit einer Klinge oder einem scharfen Objekt sofort ausschalten, nachdem du dem Angriff erfolgreich ausgewichen bist. Um dieses Manöver erfolgreich auszuführen, muss die Kontertaste während jeder Attacke des Gegners gedrückt gehalten, aber zwischen den Schwüngen des Gegners losgelassen werden. Diese Verbesserung kommt bei allen spielbaren Charakteren zur Anwendung. Okay. Ja, versuchen wir mal. Haben wir jetzt freigeschaltet. Okay, wenn wir wieder den... Dann können wir als nächstes den... den nächsten Panzer machen. Die nächste Panzerung machen. Doch, tatsächlich. So. Funkturm, hallo. Ich würde eigentlich ganz gerne hoch. Nein, nicht nach unten. Ja. Natürlich seid ihr am Arsch. Warum ist hier eigentlich alles so hoch gebaut? Einmal nach oben. Vielleicht können wir auch einfach hier rein. Nein, tatsächlich nicht. Okay, hier haben wir die Typen ausgeschaltet. Also eigentlich würde ich besagen, müssen wir da hoch. Ah, Mann, Batman. Du bist doch kein Batman. Du bist eigentlich ein cooler Man. Da können wir nicht hoch. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Ich glaube, ich gib's auf. Ich habe keine Ahnung, wie wir da auf diesen Funkturm kommen sollen. Ah, das sieht gut aus. Da oben hin. Oh, Mann.
Ja, ich weiß, dieser Part ist eigentlich schon zu Ende. Aber das lässt mich gerade nicht so ganz locker. Versuchen wir mal hier reinzukommen. Was ist das denn jetzt? Abdeckung. Ankerpunkt. Eine stabile Metallklampe, an die der Fernlenkralle angebracht werden kann. Okay. Ach so. Okay. Was auch immer diese Fernlenkralle eigentlich sein soll. So, abfeuern. Und abfeuern. Und dran. So. Und jetzt wollen wir eigentlich eine Seilrutsche. Und zwar in diese Richtung. Fliegen wir jetzt da rein. Das wäre ziemlich cool. Ja, perfekt. Genau das wollte ich doch die ganze verdammte Zeit. Gerät hacken. So. Hallo, ich bin ein Ungefähr. Ich bin ein Ungefähr. Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. So, nehmen wir ein Batclaw und machen wir das Ding hier auf. Danke. Oh Mann, dem Gitter hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Aber sowas von. Missionsmarkierung erreicht für Funkturm Burnley. Jo. Sicher. So, schauen wir mal, was hier oben abgeht. Hier wären wir ja sonst nicht hingekommen, tatsächlich. Da ist eine Tür. Wie langweilig. Streck dich doch nächstes Mal etwas an. Öffnen. Öffnen. Okay, dann öffnen wir das halt mit einem Quicktime-Event. Ach, hier ist noch was. Eine Tür aus. Sie können dir einfach nicht widerstehen. Hacken wir auch dieses Gerät noch, bevor der Part dann... Oh, Sicherheitsstufe 2. Halten. Interessant. Dir beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! Okay. Gut, ich bin ja schon weg. Batwing-Absetzpunkt aktiviert. Ort zur Karte hinzugefügt. Funkturm reaktiviert. Relais-Netzwerk, bla. Okay. Cool. Ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise hierhin. Und während dieser Schnellreise moderiere ich dann ab. Und beim nächsten Mal starten wir dann, oder machen wir weiter mit der nächsten Hauptquest, indem wir ins GCPD-Gebäude einbrechen. Das mussten wir übrigens in Arkham City auch schon machen. Gut, ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Part. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ja, mein Controller vibriert und es passiert nichts. Doch, jetzt wieder. Okay. Wow. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Diesen Kampf hier machen wir noch eben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir mit der nächsten Hauptquest weitermachen. Ich bin gespannt. Also, das Spiel gefällt mir eigentlich immer mehr. Und eigentlich auch besser als Arkham City. Muss ich doch sagen, doch. Das ist alles irgendwie übersichtlicher. Also in Arkham City, ja, man hat die ganze Zeit Nebenquests bekommen, aber irgendwie hatten die... Hat man da so nicht so den Sinn drin gesehen, die überhaupt anzugehen? Und ja, abgesehen jetzt von diesen Riddler-Trophäen, die man da bekommen konnte, das war schon irgendwie witzig. Aber vielleicht auch ein bisschen sehr inflationär, davon gab es ja über 100 Stück. Das mit Enigma, das ist schon lustig. Man kriegt diese Schnellreisepunkte dafür, dass man dahin geht und so. Und ja, finde ich cool. Gut. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es Spaß gemacht hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.